Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu System Shock. Beim letzten Mal sind wir ja bei der Ebene 2 soweit durch gewesen. Zumindest soweit wir es jetzt sehen konnten. Und nun befinden wir uns auf der Reaktorebene. Aber, ja, ich weiß, ich war ja das letzte Mal schon da hinten. okay. Ich habe mir jetzt einmal die erste Ebene nochmal angeguckt. Und ich glaube, da gehen wir mal eben zurück, denn ich habe tatsächlich noch einiges übersehen gehabt. So. Und zwar auch die letzte Kamera. Und die ist echt so fies versteckt. Ich muss sagen, man kann sie eigentlich gut sehen, aber irgendwie auch nicht. Also, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Jedenfalls, es gab ja auch noch auf der ersten Ebene eine Tür, die wir noch nicht öffnen konnten. Naja gut, zwei. Bei der einen weiß ich leider immer noch nicht, ob man die überhaupt aufmachen kann. Bei der anderen definitiv, ja. Das können wir machen. Aber erstmal so. Und zwar, lass mich kurz schauen. Wir sind jetzt dort beim Fahrstuhl. Ja genau, gleich hier vorne. Wir haben ja einmal hier das Geheimversteck. Ah, okay. Und hier ist noch eins. Ich habe das Blaue nicht gesehen, die Umrandung. Eine Splittergranate. Und noch eine weitere. So, ich habe jetzt rechts bei mir auf dem Monitor eine kleine Karte offen, damit ich sehen kann, wo ich jetzt am besten hingehe. Des Weiteren haben wir... Ja, heilen können wir mal eben ganz kurz. Ich glaube, hier waren keine Gegner mehr, oder? Nee. Ah doch, Moment. Hier. Na komm. Put, put, put. Sehr schön. Jetzt mit dem. Hier oben links war auch noch einer. Richtig. Ja. Ja. So, gut. Dann eben... Ja gut, geheilt hatte ich eben. Trotzdem. Sicher, sicher. Gut, wir müssen jetzt einmal kurz hier entlang. Ja, dieser Fahrstuhl, der automatisch geht, ist so doof, echt. Vielleicht ist hier auch irgendwie ein Knopf, ist so wieder unten. Naja. Das war hier drüben entlang. Hier einmal durch. Und da. Und hier. Was man sehr gerne übersieht, oder ich zumindest, hier. Die Tür habe ich irgendwie übersehen. Ich weiß, wir waren hier schon mal drin, aber... Ah! Da ist ja noch eine Gasgranate. Die nehmen wir doch glatt weg mit. Ups. Ah. So. Gut, das haben wir. Dann als nächstes. Mal sehen, wo ist das da? Ach ja, da können wir dann eigentlich auch gleich hier weitergehen. Und dann sind wir auch schon fast... Ja, dann sind wir schon im Grunde bei der Kamera, die uns fehlt. Wenn wir den eben platt gemacht haben. So, sehr schön. Ich hatte mir eben noch eine Karte rausgesucht gehabt, bin die abgeklappert. Oder hab die abgeklappert und ja. Da war leider das Problem, das war die von dem Remake. Und da ist ein bisschen was tatsächlich anders von dem Aufbau der Karte her. Da, genau. Aber die drei hier. Das sind ja noch mehr. Hey! Hey, das gilt nicht. Wo kommt die denn plötzlich her? Die war das letzte Mal nicht hier, als ich hier wieder hinging. Tja. Was eine Frechheit. Das geht doch nicht. So. Ja. Weg. Der hier noch. Aha. Gut. Der hat nichts dabei. Der nicht. Der nicht. Und links da gleich, aber erstmal den hier besiegen. Ja, sehr schön. Ist hier noch einer? Oh, hier ja. Sehr gut. Da ist keiner zu sehen. Aber vielleicht müsste hier noch einer sein. Aha. Aha. Und hier ist keiner mehr drin. Hier. Ein Nitro-Pack. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo viele die sind, aber... Achso doch, da steht's. Okay, Granaten. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wie man da oben bei der Tür mit dem kaputten Hebel rankommt. Das ist auch nur ein kleiner Raum dahinter, wie man sieht auf der Karte. Also, vielleicht kriegen wir ja nochmal was. Mal sehen.
Ah, hier ist meiner. So. Da. Da ist das kleine Ding. Das fiese, versteckte. Oh, endlich. Das hat mich so gewurmt, die letzten Aufnahmen. Und schaut mal hier. Ah, da ist ja noch ein Versteck. Da habe ich mir auch so gedacht, hä, hier im Boden? Aber auch nur, wie man sieht, Lärmpfeile, eine Illidium. Nee, Illudium. Batterie. Ein weiteres Nitro-Pack und Reflexreaktionshilfe. Bei den Leichen ist da nochmal ein Standardmagazin. Gut. So, und jetzt können wir hier wieder rauf. Sehr, sehr schön. Ich muss nochmal so kurz gucken. Da. Da waren wir, genau. Und jetzt gehen wir aber nochmal in diese Richtung. War das richtig? Ja doch, in die Richtung hier. Denn wir haben ja noch die eine verschlossene Tür. Wenn wir jetzt da hinten den Gang entlang gehen. Ja, genau hier. Oh, die Musik. Ich mag die wirklich so sehr. Genau, wir hatten auf der rechten Seite hier einmal. Und aber auch hier. Die war zu. Und was finden wir Schönes? Blau. Drei EMP-Granaten. Sehr, sehr gut. Und vor allem eine Magnum. 2100. Die da. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir jetzt so eine Magnum plötzlich finden. Naja. Immerhin. Also 6 Schuss hat sie sogar schon. Moment, schwere Munition? Ja. Moment, bevor ich sie entlade, ich möchte aber ganz kurz speichern. Bevor ich aus Versehen die schwere Munition wegschmeiße oder so. Ah, okay, hier. Hohlkern und schwer. Würde ich sagen, nehmen wir ruhig die Hohlkern erstmal hier rein. Sehr gut, okay. Und jetzt können wir auch wieder auf die Ebene zurück. Ja, stimmt. Hier unten die Karte einmal kurz komplettieren. Ah, von dem Gegner überrascht werden. Ups. Den habe ich total übersehen. Stimmt. Ah. Gut. Nein. Ach, lass mich doch wieder runter. Mann. Gut. Jetzt. Hey. Als ich vorhin hier war, hatte der noch was. Frech. Naja. Jedenfalls. Jetzt können wir hier entlang. So. Hier sieht es auch aus, als wäre da irgendwie noch was, ne? Aber da ist nichts. Naja. Wenn ich so auf der Karte gucke, da ist dann tatsächlich nichts. Naja. So, und jetzt wieder auf die Ebene, auf der wir eben waren. Und da kann ich auch die Karte gleich ausmachen. Denn ab jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Zumindest für diese Ebene hier. Genau, wir können ja eben nochmal kurz gucken. Damit ihr das unten links seht, mache ich das mal. Nee, da. Status. Ja, bitte, links hier. Dankeschön. So, Sicherheit 0%. Oh, das sieht doch gleich um einiges besser aus, nicht wahr? Nee, Waffe nicht. Für euch die Karte. So. Ich bin aber auch doof gewesen, das eine Mal hier bei dem. War das beim Datendings? Hier war das, glaube ich. Nein. Da nicht. Aber irgendwo hatten wir doch eben auch noch was gehabt. Oder war das doch hier bei den anderen Sachen? Nee, das war... Stimmt, Reaktorebene. Moment. Und zwar da. Genau. Hier spricht die technische Gruppe. Wir sind zur Reaktorebene vorgestoßen und haben einen Plan der Hier spricht die technische Gruppe. Wir sind zur Reaktorebene vorgestoßen und haben einen Plan der Reaktorumgebung. Jetzt müssen wir nur noch die Selbstzerstörung des Reaktors einleiten. Macht er nicht, okay. Danach können wir zur Altea und den anderen zurück und abhauen. Ich hoffe nur, dass sie nicht vorher das Zerstörungssignal von der Erde ausfunken. Dann wird Shodan in 1000 Stücke zerfetzt und wir mit ihm. Huh.
Ich dachte eben, man könnte das von rechts nach links verschieben, aber naja gut, was soll's. Nun denn, ab wieder zurück auf Ebene 2 und dann mal sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich würde sagen... Warum sind hier jetzt plötzlich drei? Däh. Ja gut, wenn ich jetzt Schaden nehme, ist nicht ganz so schlimm. Wir können uns ja hier gleich Leben anheilen. Moment, waren das nicht eben drei? Bin ich jetzt total bekloppt? Also noch mehr als so schon? Da nicht runter, da nicht runter. Ah, okay. Ah, gut, okay. So. Ja. Und erledigt. Sehr gut. Tränkedosen brauchen wir ja nicht. Ich würde sagen, den nach vorne plätte ich noch und dann kommt auf die Ebene wieder runter. Genau. Heilen und dann. Alter. Diese Rampen hier, dass man da so hochslidet. So. Geheilt. Und dann aber auch gleich einmal speichern, weil ich. Wäre, glaube ich, ganz gut, würde ich sagen. Mhm, da ist niemand. Da nicht, da nicht. Gut. Ah, das ist doch viel besser, wenn man alles so komplettiert hat, nicht wahr? So. Dann möchte ich einmal kurz auf dem Slot hier speichern. Dann... Hier links war das lang. Ich weiß aber immer noch nicht, was dieses Britzeln ist. Ich glaube, dahinter war doch irgendwie noch so ein Gegner. So wie auf der Reaktorebene, den wir dann gleich da sehen werden. War das hier lang? Ja, da. Gut. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier hin. Ruhig noch einmal weiter speichern, dann brauchen wir da unten nicht wieder anfangen. Also, eine Granate. Oh, Moment. Ich muss kurz rauskappen. So. Boah. Damit ich sehe, dass ich auch wirklich aufnehme und nichts irgendwie kaputt geht bei der Aufnahme. Ach, sehr gut. Gut, dann eine Granate wollte ich ausrüsten. Denn da vorne haben wir ja... Den da. Mist. Ah, nein. Ah, wisst ihr was? Das ist... das ist so ein kurzer Abschnitt, da lade ich jetzt einfach nochmal. Da bin ich jetzt einfach mal so dreist. Ja, perfekt. Nur ein kleines bisschen Schaden genommen und den dann aber gleich mit in den Tod gerissen. so. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig gespeichert. Achso ja, hier war ja die Strahlung so übelst hoch. Das nehmen? Ja. Perfekt. Sonst ist hier anscheinend nichts drin. Von hier aus kann ich es nicht schlagen, leider. Ja, ja, ja. Nee, da lade ich lieber. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das sonst, ich sag mal, heilen könnte. Deswegen, die kommt weg. Dann nehme ich mir jetzt das mit. Doch, Teflon-Munition. Also habe ich mich doch nicht verlesen. Ich dachte irgendwie, ich hätte mich verlesen und dachte Thermomunition oder so. Nee, Teflon. Tja. Nun denn, hier. Ah, okay. Das war zu einfach. Einweg-Logik-Sonde. Ja. Kein Platz mehr im Inventar, ja. Was machen die Dinger denn? Ich weiß es nicht. Wo habe ich denn noch eine? Ja, keine Ahnung. Wisst ihr was? Lassen wir einfach liegen. Dann wissen wir, da ist das Ding. Das ist relativ einsichtig hier. Möchte das hier noch wechseln? So. Gut. Mhm. Warum ist denn... Wenn die Tür schon offen ist, also was bringt das denn, dass ich das hier jetzt noch mache?
Egal, ich hab's geschafft. So, Waffe und dann wieder die Karte für euch. Und für mich natürlich auch. Okay, okay, okay. An der Stelle nochmal ruhig speichern. Ja, ich werde tausendfach speichern. Das ist normal. Das würdet ihr, glaube ich, auch machen. Ja, gut. Oh, ein Datenlock. Sehr schön. Stimmt, aber jetzt müssen wir ja wieder sehr vorsichtig sein. Oh, da hinten ist einer. Von hier aus wäre das ein bisschen doof. Da wären wir ein sehr leichtes Ziel. Panzerte Tür. Ne, lassen wir mal. Radiation Shield Generator. Oh, Kamikaze-Vieh. Doofe Ding. Ich weiß, ich hätte einfach nur scrollen brauchen, aber manchmal vergesse ich, in welche Richtung ich das machen muss. So. Mhm. Molybdenbelag, ja. Aber was hat das zu bedeuten? Der Totenschädel. Behälter für Isotop X22. Ah, hier müssen wir das hinpacken. Okay. Ich speichere ruhig mal auf einem neuen Slot. Mhm. Schildgeneratorsteuerung. Benötigen Isotop. Aha. Und das Isotop, das müsste ich hier haben. Da. Reicht das? Generatoren benötigen Isotop. Hm. Denn nicht unbedingt hier. Ich weiß, dass ich das einfach so durch die Gegend gepfeffert habe eben. Behälter für Isotop. Aha, ja. Schildgeneratoren bereit. Okay, und? Strahlenschirme aktiviert. Mhm. Trioptimum. Schild. Hochgefahren. Delta 007, Observer. Neue Nachricht erhalten. Machen wir. Sekunde. Mir wurde jetzt hier angezeigt. Das da. Genau, Sicherheit 90%, Kapseln aktiv. Schild ist an. Reaktor normal. Mhm. Gut. Aber wir haben ja eben sogar auch noch den einen Datenlog bekommen, würde ich sagen. Machen wir das als erstes. Nein. Hier spricht die technische Gruppe. Ja, ist gut. Da. Unsere Schwerkraftforschung sieht wirklich vielversprechend aus. Wir sind gerade dabei, eine schwerelose Zone im Nordostlabor einzurichten. Dieses Gebiet ist ab sofort für allgemeines Personal gesperrt. Okay. Ja, also, was er eben gesagt hat, das steht hier sogar. Mhm, im Nordostlabor. Jo, da würde ich sagen, gehen wir dann später mal hin. Labor. Das müsste aber dann auf den unteren Ebenen sein. Das müsste nicht. Das dürfte eigentlich nicht hier auf der Ebene sein. Das hier ist ja eben für den Reaktor. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das nochmal. Hier. Strahlenschirme deaktiviert. Strahlenschirme aktiviert. Ah, okay. Gut. Frage beantwortet. Wird dann einfach nur mir angezeigt, dass der wieder deaktiviert wurde. Aber ist ja jetzt aktiv, also alles gut. So, okay. Moment, Moment, Moment. Lass mich. Ja, deswegen mache ich das eigentlich. Da, ah, hat nicht getroffen. Nein. Oh, das war knapp. Oh, das war sehr knapp. Ich gehe mal ganz kurz runter zum Heilen. Panzerte Tür. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas drin ist. Außer eben diese Fässer. Alter, das ist verwinkelt hier. Kommt man da kaum voran. Hier ist gar nichts? Hm. Außer, dass ich die Karte komplettieren kann. Naja, nur. Das muss nicht überall was sein, nicht wahr? So, aber hier. Da ist noch eine Tür. Kabel, aufpassen. Hier ist auch nichts. Hm.